Ich komme gerade aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen. Wir hatten heute Anhörung zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Da hat ja die Expertenkommission Vergesellschaftung jetzt ihren Abschlussbericht vorgestellt. Und die Kurzfassung ist, Vergesellschaftung ist rechtlich möglich, Vergesellschaftung ist bezahlbar und es ist vor allem das beste Instrument, um die Mietpreiseskalation in Berlin endlich zu stoppen. Und trotzdem ist es so, dass die Koalition heute nochmal dargestellt hat, dass sie nicht so richtig Interesse hat, das am Ende auch umzusetzen, sondern die wollen jetzt ein sogenanntes Rahmengesetz machen, was also bedeutet, sie legen erstmal den ganz grundsätzlichen Rahmen fest für verschiedene Bereiche der Daseinsvorsorge. Klingt gar nicht so schlecht, aber am Ende des Tages hat das Gesetz gar keine Wirkung und auch die Experten und Experten, die heute nochmal eingeladen waren, haben gesagt, der Senat müsste, wenn er was machen möchte, jetzt ein richtiges Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg bringen. Und Deutsche Wohnen Co. Enteignen war auf unserer Einladung auch noch im Ausschuss und die haben wirklich nochmal sehr deutlich gemacht, wie dramatisch die Lage für die Berliner Mieterinnen und Mieter ist. Und deswegen werden wir gemeinsam mit der Initiative jetzt Druck machen, damit dieser Volksentscheid endlich umgesetzt wird.